Die Weltwirtschaftskrise hat auch Folgen für die Kinder in den Industriestaaten. Seit 2008 hat nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF in 23 OECD- und EU-Staaten die Kinderarmut zugenommen. In Lettland, Griechenland und Kroatien um mehr als 50%. In Island hat sie sich fast verdreifacht. In Deutschland ist die Kinderarmut leicht zurückgegangen. Als arm gelten Haushalte mit weniger als 60% des landesüblichen Durchschnittseinkommens.